So, dann käme nämlich hier dann der Balken diagonal. Ich mache das jetzt mal als erstes. Auch wenn wir dadurch ein bisschen Holz verschwenden, aber kann, glaube ich, nicht schaden. Wir müssen einmal nach oben, um den da zu setzen. So nicht. Hallo? Okay. Und dann so. Na, ich glaube, die Art und Weise, wie es aussehen soll, ist, glaube ich, klar. Jetzt können wir nämlich mit der neuen Axt gleich die hier weghauen. Und dann machen wir hier welche hin. Und dann brauchen wir erstmal etwas Holz. Ich mache aber noch nicht alles weg. Doch, ich mache alles weg, weil ich mich verklickt habe. Scheiße. Denn wir hätten hier natürlich noch einen Baumstamm hochmachen müssen. Aber ich glaube, den sieht man ja. Doch, den sieht man von der anderen Seite. Doch, doch. Den hätten wir gebraucht. Achso, das sollte hier ja gar nicht. Das sollte ja auch gar keine Wand werden. Das sollte ja nur der Balken sein. Ach, scheiße. Hier sollte die Wand hin, genau. So, wie sieht das jetzt von außen aus? Naja, okay. Kann man, glaube ich, so lassen. Moment. Achso, hier sind jetzt immer die hier. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Wir könnten natürlich auch. Hier kommt dann ja quasi unsere zweite Tür hin. So, und was ganz witzig ist, dass wir jetzt noch einen hier frei haben. Möglicherweise, um da mal runterzugehen oder um hier irgendwas anderes hinzumachen. Denn der würde ja quasi hier zugehen. Der muss noch weg. Machen wir mal so. Da kommt dann später, zack, so einer rüber. Gut, dann wäre nämlich das hier jetzt quasi unser Wohnbereich inklusive Balkon, den wir jetzt hier nach draußen haben. Wir könnten natürlich jetzt auch nochmal unseren Schlafbereich nochmal explizit irgendwie abtrennen. Zumindest, dass das hier ganz zu ist. Das macht, glaube ich, auch durchaus was. Wir machen mal so oder. Oder ich habe noch eine bessere Idee. Ich habe noch eine bessere Idee. Wir müssen das hier wieder weghauen. Den einen können wir da oben drin lassen. So ein kleines bisschen als Abgrenzung. Und dann lassen wir das nämlich so. Und ich habe keine Zäune mehr. Aber ich glaube, so ist das gar nicht so schlecht, ne? Und dann hier eine Treppe hin. Moment. Nein, den wollte ich nicht. Den wollte ich, doch den wollte ich. Den wollte ich nicht. Ist immer ganz schwer zu erkennen, was hier Dach, was hier massive Blöcke und was einfach nur Slab sind. Aber so. Na, und dann kann man hier so hochgehen. Hat hier dann. Okay, wenn das dann noch einen weitergeht oder vielleicht sogar. Ah, Moment. Wenn das dann noch zwei weitergeht, weil hier die Schwelle sein muss. Also hier muss ja die Schwelle sein. Dann müssen wir sogar die noch einen weitersetzen. Ja, dann kommt der nämlich. Moment. Aua. Ja. Ja, es ist auch schon etwas später. Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. So, damit wir endlich mal rüberkommen, sonst wird das hier langsam echt ein schlechter Witz. Dann können wir nämlich den. Der kommt ja sowieso später von unten. Das heißt, der hat eh wieder eine andere Ausrichtung. Und.
Die kommen dann nämlich so. Und den letzten, den können wir noch, warte doch, doch, den können wir hinsetzen, den können wir so machen. Oder? Moment, der kommt, doch, der kommt von unten. Die haben dann Vorrang. So, dann, Moment, dann müssen wir jetzt die hier wieder hinsetzen. Da kommt eine Treppe eigentlich hin. Und dann muss die ganze Wand noch ein weiter nach hinten. Das ist dann. Ach, Moment, das ist dann hier. Aber ich glaube, das kriegt man auch irgendwie hin. Wenn wir hier nämlich noch einen hinsetzen, quasi simultan zu oben. So, und das gleiche auf der anderen Seite. Na, dann ist das hier nämlich die Küche. Die sieht jetzt auch, die sieht auch schon deutlich besser aus. Deutlich schöner. Hier dann die Wand hin. Jetzt haben wir auch, glaube ich, genügend Platz, wenn wir hier eine Treppe runterbauen wollen. Na, das müsste, glaube ich, passen. Müssten wir mal ausprobieren, aber brauchen wir noch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Strandhütte einen Keller haben soll oder ob wir nicht lieber für bestimmte Zwecke eher. Ich weiß es nicht, wofür man den Keller noch verwenden könnte. Ich habe da nämlich so einige witzige Ideen, was man hier noch machen könnte. Dafür bräuchte man dann auch den Keller, aber vielleicht machen wir den auch woanders hin. Ne, wir haben ja hier noch den Hohlraum aus den ersten Folgen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den noch verwenden wollen oder ob ich nicht hier eher in der Nähe etwas mache. Da müsste man mal schauen. Vielleicht dahin, wo im Moment der Wald ist. So, dann können wir nämlich die hier drauf befestigen. Hier ist einer drin. Das machen wir zu. Hier müssen wir auch noch zumachen, natürlich. Ist hier schon ein Fenster drin? Ne, ist noch nicht drin. Und dann gehen wir erstmal wieder schlafen. Das erste Mal in etwas abgetrenntem Wohnbereich. Aber das sieht schön aus hier. Das sieht durchaus schön aus. Hier mit dieser Kante, ne? Hier oben. Warte mal. Das ist dann doch ein bisschen too much. Hätte auch eher da. Ach nee, da oben geht's nicht. Nee, nee. Der sieht aber auch komisch aus. Vielleicht. Nee, geht alles nicht. Geht alles nicht. Lassen wir jetzt so. So, denn was wollte ich noch machen? Ach ja, mir fällt noch was ein, was ich zum Thema Inneneinrichtung machen wollte. Hier können wir nämlich dann nochmal. Als Gegenstück zu dort auch einen hinsetzen. Ne? Dann ist das auch ein bisschen abgeschlossener hier. Hier ist der Gang zur Küche. Wobei. Natürlich jetzt schief, ne? Ist jetzt. Aber hier zwei einsetzen ist auch ganz schön massig. Obwohl, so ein kleiner Flur und hier könnte man sich. Ja, ich finde, wir lassen das mal so. Es ist schade, dass man in Minecraft immer ganze Blöcke setzen muss. Obwohl, nee, das geht. Das geht so nicht durch. Das geht so einfach nicht durch. Na, weil jetzt ist die schöne Küche, wie ich mir das eben so schön gedacht habe, auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Sieht irgendwie auch ein bisschen komisch aus. Aber wie kriegt man das jetzt noch wieder weg? Doch wieder ein hier hin? Dann wäre die Wand wieder hier. Aber dann ist die Wand hier nicht. Nicht synchron zu der da oben. Na, weil die Wand ist hier. Ach nee, Moment. Der sollte ja sowieso frei sein. Dann muss der wieder hier hin. Und eine
Tür müssen wir hier oben ja gar nicht machen. Nee, doch, dann passt es ja wieder. Dann ist ja wieder alles gut. Dann hauen wir das eben wieder, machen wir wieder alles rückgängig. Setzen die Slabs wieder, na, wieder hier hin. Und setzen die Baumstämme wieder hier hin. Weil hier oben muss ja gar keine Tür mehr hin. Die ist ja hier unten. Können wir dann natürlich auch mit einer Druckplatte noch befestigen. Dann muss das auch wieder alles ein zurück. Und zwar hierhin. Und dann fürchte ich, muss die Terrasse. Wieso passt denn das hier unten nicht? Gut, die ist hier unten jetzt eben ein größer. Macht, glaube ich, auch gar nichts. Wenn wir die hier unten vielleicht sogar auf der Seite auch noch einen. Ah ne, dann passt es hier wieder nicht. Irgendwie. Irgendwas ist Murks. Irgendwas passt nicht so ganz, aber. So, wisst ihr was? Wir machen das jetzt hier zu. Ich gucke mir das jetzt an und wenn mich das total stört, dann machen wir es in Folge. Ja, ihr wisst schon, irgendwann mal anders. Aber erstmal lassen wir das jetzt so und so. Ja, mein Gott, dann ist hier eben noch ein Vorsprung und der ist dann eben hier nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Oder? Jetzt habe ich. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Wie wir das Problem wirklich loswerden, dass es gleich ist. Wir setzen einfach das hier noch einen weiter nach hinten. Dann ist der. Nein, 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 nein. Dann ist der. Dann ist der, dann ist hier das Problem. Dann ist der Flur nicht mehr so, sondern anders. Nein, wir lassen das so. Ich glaube, das ist so okay. Und dann setzen wir jetzt hier erstmal. Achso, nee, die wollte ich gar nicht. Hier erstmal eine Treppe hoch, eine dritte. Und ich merke, ich bräuchte mal wieder eine Axt. Die mache ich mir mal ganz kurz. So, ach, jetzt guck mal, hier ist sogar noch Glas für die Fenster oben. So. Na, dann wäre das hier erstmal der Aufgang. Der ist dann so und hier kommt noch eine Treppe hin. Dann kommt, Moment, dann kommt wo jetzt der Block später hin? Genau, hier müssen Slabs hin und hier kann der hin. Und der wird ja sowieso noch später nach oben dann verlängert, ne? Also so hoch. Genau. Jo. Und dann können wir nämlich hier schön Geländer ziehen, dass man hier nicht runterfällt. Das Fenster hier, das verschieben wir vielleicht sogar noch etwas. Das heißt, ich setze da erstmal noch kein Glas rein. Was mir aber noch auffiel. Und natürlich ist hier Glas. Natürlich ist hier Glas. Ey Leute, es ist so klassisch. Ich wollte nämlich hier zumindest einen kleinen Balkon hinmachen. Einen kleinen. Also das muss jetzt nicht so groß sein wie die anderen, aber so eine kleine Fläche, dass wir hier. Nein. Dass wir hier rausgucken können. Irgendwie so drei, ne? So, das reicht, glaube ich, sogar schon. Na dann. Huch. Da fällt mir vor Freude die Stufe aus der Hand.